Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Wie Sie sehen, haben auch wir uns den sommerlichen Temperaturen angepasst und ein komplett neues Set errichtet, sodass Sie sich wie im Urlaub fühlen. Entsprechend den Temperaturen sind heute auch unsere Beiträge noch sommerlich und das sind die Themen im Überblick. Sommerfarben. Bei den aktuellen Sonnenschirmen kommt es nicht nur auf Design, sondern vor allem auf Material und Funktion an. Sommerzeit. Sogenannte Wearables sollen dank moderner Technik das Leben einfacher machen. Und Sommerfeeling. Auch wer keinen grünen Daumen besitzt, kann mit ein paar Tipps seinen Garten zum Blühen bringen. Nicht nur am traumhaften Karibikstrand ist der Sonnenschirm der beste Schutz gegen den Sonnenbrand, sondern auch zu Hause auf dem Balkon und der Terrasse. Doch nach welchen Kriterien kaufen Sie den Sonnenschirm? Ist es die Größe, der Preis oder die Farbe? Claudia Zidorn und Robert Pfeiffer waren für Sie unterwegs und zeigen Ihnen, auf was Sie beim Kauf der Sonnenschirme genau achten sollen. Die heißen Tage sind da und trotz Sonnenschein suchen wir bei 30 Grad und mehr den kühlen Schatten. Sonnenschirme sind derzeit gefragt wie nie. Wichtig beim Kauf, auf die Sicherheit achten. Oft wird halt der Fehler gemacht, dass man zu leichte Platten nimmt oder zu leichte Schirmständer. Und dann ist halt auch so, dann ist er sehr windanfällig. Ne? Von den Windstärken, das ist immer schwer zu sagen. Also ein normaler, schöner, leichter Landwind wird da ausreichend. Sturm muss man natürlich zumachen, das hält er nicht aus. Am besten sind Beton- oder Granitplatten. Je größer der Durchmesser vom Schirm, desto schwerer sollten die Platten sein. Beim Gestell bietet Aluminium die beste Langlebigkeit. Kunststoff kann im Laufe der Zeit spröde werden und brechen. Und auch beim Stoff kommt es auf den Unterschied an. Es gibt ja die UVB- und UVA-Strahlung. UVB ist die Helligkeitsstrahlung. Je dunkler der Schirm ist, desto weniger Helligkeit kommt durch. Und natürlich auch dann die UVA-Strahlung, die den Sonnenbrand macht. Hier ist auch so, entgegen landläufiger Meinung, dass halt hell mehr reflektiert ist, sodass es dunkel mehr reflektiert. Allerdings ist halt hier beim Tuch oft bei den Kunden die Optik gefragt. Die Auswahl an Sonnenschirmen ist groß und je größer der Schirm selbst, desto besser. Denn mehr Schatten bietet auch mehr Schutz vor Hitze. Wer einen qualitativ hochwertigen Sonnenschirm möchte, sollte mindestens 250 bis 300 Euro investieren. Es gibt sogenannte Mittelfußschirme, wie wir jetzt hinter mir haben. Dann gibt es Mittelfußknickschirme, wo ich dann doch den Schirm nach einer oder zwei Seiten knicken kann. Und dann halt die Größe. Beliebter werden, sagen wir, immer wieder die Pendelschirme, immer mehr, weil ich muss mit der Gartenmöbelgruppe, an der ich sitze, nicht auf dem Balkon oder auf der Terrasse hin und her wandern, weil mit dem Mittelfußschirm die Beschattung, wenn die Sonne schräg einfällt, entweder Morgensonne oder Nachmittagssonne, halt nicht mehr diesen großen Schatten werfen kann. Neben den Klassikern bietet der Markt mittlerweile auch Neuheiten, wie beispielsweise diesen Grillschirm. Wasserabweisend, hitzebeständig und mit Abzugshaube, damit, wenn es heiß wird, nichts verbrennt. Liebe Zuschauer, gleich geht es bei uns weiter mit den Themen Wearables, kleine Helfer, die das Leben deutlich einfacher machen sollen, und der richtigen Gartenpflege in der heißen Jahreszeit. Bis gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen, präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Hi, wir sind ZF. Deine Ausbildung ist uns wichtig, deshalb denken wir dabei auch nicht an uns, wir denken an dich. Wir denken an deine Träume und glauben an deine Fähigkeiten. Ob technisch, kaufmännisch oder duales Studium. Aus einer großen Auswahl an Ausbildungsberufen findest du sicher den einen, der zu dir passt.
deinen Traumberuf. Wir denken nicht nur daran, was du können musst, sondern was du lernen wirst. Dein Engagement und deine Ideen fördern und fordern wir. Mit Kollegen und Standorten in vielen verschiedenen Ländern sind deinen Entwicklungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Wir denken nicht immer nur an die Arbeit. Wir denken auch an deine Freunde, Familie und Hobbys. Bewirb dich für deinen Traumjob bei ZF. Mehr Informationen findest du unter ichbeizf.com. So könnte auch Ihre Wohnung aussehen. Mit Riga Raumdekor. Ihr Gesamteinrichter vom Boden bis zur Decke. Ob jung oder alt, wir renovieren Ihre Wohnung. Auf Wunsch auch seniorengerecht. Schlüssel übergeben und wohlfühlen. Alles aus einer Hand. Riga Raumdekor in Sigmaringen. Ein Paradies ganz in Ihrer Nähe. Traumhafte Ausstellung, kompetente Beratung und 3D-Badplanung. Die etwas andere Art des Einkaufs. Fliesenparadies Lindau. Fliesen und Parkett im Dreiländereck. Verloren beim Immobilienverkauf? Wir helfen Ihnen. REWA Immobilien ist seit 1994 der Ansprechpartner, wenn es um den Verkauf Ihrer Immobilie geht. Unsere jahrelange Erfahrung bringt Sie ans Ziel, um Ihre Träume zu verwirklichen. Vereinbaren Sie einen Termin. REWA Immobilien in Radolfzell und Konstanz. Bauen Sie Ihre Immobilie nicht auf Sand. Schon ab 35 Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr werden Sie von Fachanwälten kompetent beraten. Mietverträge, Musterschreiben, Selbstauskunftsbogen für Insolvenzcheck und Infoblätter liegen für Sie zur Abholung bereit. Mit Rat und Tat für Ihr Eigentum. Haus und Grund Lindau. Sichern Sie den Wert Ihrer Immobilie. Jetzt Mitglied werden. Lassen Sie sich inspirieren. Wir gestalten Ihr Bad nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Wir bauen Ihr Bad komplett, kompetent und zuverlässig. Entdecken Sie den Lebensraumbad bei uns. Bommer, die Badgestalter. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Die sogenannten Wearables sind seit einiger Zeit in aller Munde. Diese kleinen technischen Helfer, die wir meist am Handgelenk tragen, sollen uns nützliche Daten zu unserem Leben liefern. Was diese kleinen technischen Helfer alles können und für wen sie geeignet sind, das sehen Sie im Bauen und Wohnen Elektronik-Tipp. Der Bauen und Wohnen Elektronik-Tipp wird Ihnen präsentiert von Mediamarkt aus Friedrichshafen, Ravensburg, Konstanz, Ulm und Neu-Ulm. Der Computer auf dem Schreibtisch, in der heutigen Zeit für viele total out. Heute trägt man Technik am Körper. Wearable übersetzt tragbar oder anziehbar. Gemeint sind clevere Technik-Accessoires, die mit vielen Funktionen den Alltag erleichtern sollen. Die sogenannten Wearables haben einen wahren Hype ausgelöst. Kein Schritt, kein Sport, kein Schlaf ohne das passende Armband. Ein Wearable kann man bei uns auch anziehen, deswegen tragbar. Die kann man gleich bei uns testen, nicht nur anschauen, sondern man kann gleich testen, okay, ist das jetzt mein Geschmack, stelle ich mir das so vor, kann ich gleich anziehen, ein paar Funktionen testen. Und die Funktionen sind vielfältig. Die Fitnessarmbänder zählen die zurückgelegten Schritte am Tag, messen Körperwerte, berechnen den Kalorienverbrauch und übertragen die gesammelten Daten drahtlos an passende Smartphone- oder Tablet-Apps. Einige Modelle informieren mittlerweile auch über eingehende Anrufe oder Nachrichten auf dem Smartphone. In erster Linie eignen sich die sogenannten Activity-Tracker aber vor allem für den Sport. Es gibt zum Beispiel wasserfeste oder spitzwassergeschützt. Das ist auch so ein kleiner Unterschied. Und es gibt austauschbare Armbänder sogar. Ja, das gibt es auch. Das sind so die kleinen Unterschiede mit Puls oder ohne Puls. Wearables sind am Puls der Zeit. Wer sein Smartphone am Handgelenk tragen will, nutzt heute eine Smartwatch. Die Musikplaylist steuern, E-Mails abrufen, Anrufe entgegennehmen. Je nach Modell und Displaygröße lässt sich mit den Uhren sogar im Internet surfen. Ständige Verfügbarkeit, obwohl das Handy heute mehr und mehr in der Tasche bleibt. Es gibt Smartwatches, wo zum Beispiel eigenständig agieren, ohne gekoppeltem Handy, wo man eine SIM-Karte sogar reinmachen kann und darüber frei telefonieren kann. Und es gibt Smartwatches, wo halt an Smartphone gebunden sind zum Telefonieren. Das sind so kleine, feine Unterschiede.
Digital Lifestyle nennt sich das Ganze und der schreitet stetig voran. Neben den Funktionen wird immer mehr Wert auf das Design gelegt und kleiner ist gleich besser. Wichtig, die Akkus immer über Nacht laden, um die Wearables dann den ganzen Tag nutzen zu können. Der Bauen und Wohnen Elektronik-Tipp wurde Ihnen präsentiert von Mediamarkt aus Friedrichshafen, Ravensburg, Konstanz, Ulm und Neu-Ulm. Es ist schon erstaunlich, was die kleinen technischen Helfer heute schon alles können. Wir gehen nun zurück in den Garten und geben Ihnen wertvolle Tipps, wie Sie auch ohne grünen Daumen Ihren Garten genießen können. Zugegeben, so einen Garten haben wahrscheinlich die wenigsten von uns. Wer allerdings bei einer Baumschule vorbeischaut, kann sich einige Anregungen für die heimische Wohlfühloase holen. War der Garten früher noch das notwendige Übel eines Hauses, ist er heute bei vielen ein zusätzlicher Wohnraum. Und dieser soll auch so aussehen, stilvoll, gemütlich und einzigartig. Doch nicht jeder von uns wurde als Gärtner geboren. Damit das Leben in der heißen Jahreszeit trotzdem nach draußen verlegt werden kann, müssen nur ein paar Dinge beachtet werden. Gut, es ist natürlich schon so, dass man in der Auswahl der Pflanzen einmal standortgerecht, dass man natürlich Pflanzen, die im Schatten gern wachsen, mehr in den Schatten pflanzt, sonnige Stauden in die Sonne, gerade Rosen natürlich an Standorte, die gut durchlüftet und sonnig stehen. Unter anderem natürlich auch Sorten wählt, die sehr, sehr robust sind. Also da gibt es auch große Unterschiede, auch gerade in Sachen Obstbäumen oder so werden oft Sorten verwendet, die im integrierten Anbau, also sprich der Obstbauer sehr gut hinbekommt, aber der Privatmann jetzt nicht jede Woche sagen wir mal, spritzen möchte. Wenn man sich da bei der Auswahl oder vorher gut informiert, dann kann man da natürlich auch schon vieles dann entsprechend richtig machen. Während der schönsten Zeit des Jahres möchte jeder die warmen Tage im Garten genießen. Aber gerade im Juli bedeutet Gartenarbeit viel Pflege. In den Sommermonaten stehen einige Aufgaben an, um ein blühendes Ergebnis zu erhalten. Also generell ist es im Gartenbau so, dass es die Pflanzzeiten in Vegetationszeiten unterteilt sind. Da gibt es das Frühjahr, wo man dann quasi ab der Frostzeit, wo die Frostzeit vorbei ist, anfängt zu pflanzen. Bis, sagen wir mal, April, Mai, wenn eben quasi die Pflanzen wieder ausgetrieben haben, Blätter bekommen haben. Dann fängt man an, Pflanzen aus Töpfen oder Containern kann man dann pflanzen. Das geht dann los, sagen wir mal, vom Mai bis ungefähr so in Oktober, September, bis dann quasi die Herbstzeit beginnt, die Blätter fallen ab und dann kann man wieder Pflanzen aus dem Freiland mit Ballen setzen. Das ist dann kein Problem. Wer gerade dabei ist, einen Garten anzulegen, sollte sich im Vorfeld überlegen, welchen Stil er umsetzen möchte. Hilfreich kann es sein, sich am Stil seines Hauses zu orientieren, ob beispielsweise ein mediterraner, asiatischer oder ein naturnaher Garten mit vielen Obststräuchern passend ist. Und natürlich gibt es auch hier immer wieder Trends. Trend momentan sehr stark in die Richtung Formgehölze, sprich Bonsais oder einfach Pflanzen, die man in eine gewisse Skulptur oder Struktur geschnitten hat, künstlich natürlich, die man auch dann weiterhin pflegen muss in die Richtung mit Schneiden und so. Das ist sehr, sehr stark im Trend. Oder natürlich der mediterrane Garten mit italienischen Säulenzypressen, eventuell sogar Olivenbäumen oder Palmen, die man natürlich bedingt im Winter dann schützen muss. So in die Richtung, sag ich mal, ist es mittlerweile sehr stark Trend. Für so einen Bonsai aus Japan müssen allerdings teilweise bis zu 17.000 Euro investiert werden. Aber auch mit heimischen Pflanzen können wir unseren Garten zum Outdoor-Wohnzimmer machen. Das war's für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Wir hoffen, wir konnten Ihnen einige wertvolle Tipps mit auf den Weg geben. Wir sehen uns kommende Woche wieder, dann unter anderem mit dem Thema Immobilienbewertung. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie gesund. Tschüss. Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.